Hallo und herzlich willkommen zurück in Dishonored. Ich bin das Wolfi. Ich habe keine Ahnung von der Steuerung mehr. Und wir haben den Lottregenten geplättet. Entschuldigung. Hust, Hust, Hust. Gehe ich wieder auf? Ja, gut. Immer wieder nachgucken. Nun, wir werden. Aber keine Munition mehr für. Ewi. Den übernehmen? Lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, lauf, lauf. Mein lieber Jäger, gut, Jäger, lauf, lauf, lauf. Hier müsst ihr eigentlich stehen. So. Wir gehen runter und weiter runter. Und tief es nur geht. Da. Was passiert? Hättet ihr fast schon wieder nicht den Typen ge. Ach. Eigentlich ist unser Plan, jetzt hier rauszukommen. Der sagt denn auf einmal her? Gott, das ist hier wie ein Wespennest. Da kommt die nette Dame wieder. Ja klar, ausgerechnet. Jetzt geht gehen die Lichter aus. Und wir haben glorreicherweise direkt vor der Tür von einem Scheißhaus gewartet. Meins. Umschleichen macht Spaß. So, aus anderen Spielen ist immer so gewohnt, E zu drücken, um Zeug aufzusammeln. Hier lang. Jetzt da runtergefallen? Ach. Den kann ich abmurksen. Ich will aber den nicht abmurksen. Kontrollpower, Leucht. Ja. Der ist zu dumm, um kontrolliert zu werden. Anscheinend doch nicht. Ich bin ein Soldat. Hallo, Wand. Was zum... Was passiert? Was passiert? Du fällst um. Eigentlich ist unser Plan nur hier rauszukommen. Dazu müssen wir aber anscheinend einmal durch alle durch.
Und hier gibt's anscheinend niemanden mehr. Oder scheint aber noch ein bisschen weiter zu gehen, weil ansonsten hätten wir ja jetzt schon bis zum Schutzraum. Hier hätten wir also den Schlüssel dafür gekriegt, dass wir unseren Hauptbösewicht im Schutzraum hätten platt machen können. Ich auch der nächste Weg. Ist noch jemand? Oh nein! Helft mir! Ich brauche Hilfe! Oh, yes. Brauchst keine Hilfe? Wo kam die denn auf einmal her? Schlecht. Was ist passiert? Helft mir! So. Wenn wir die los. Hier können wir Bündung der jüngsten Zeit können wir auch schon. So, die sind mal los. Da kommt keine mehr hin. Eigentlich bloß noch da unten durch. Da gibt es Obst, Gemüse, Kohlenkugeln. Aus hier! Immer so frank und frei und Jurik, morgen, guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen, Miami. Guten Morgen, ihr alle zusammen. Ja, erst die Leute, erst Unterwäsche und dann aus dem Recht des Dunwall Towers, ja. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Vor allen Dingen du, Miami. Wie es aussieht, bist du immer noch müde. Wir gehen den langen Weg außen rum. Danke für die gute Besserung. Noch bin ich am Leben. Still alive. Große Frage ist, wie lange noch? Ach nee, ich bin Unkraut. Unkraut vergeht nicht. Ist nicht etwa in unsere Richtung, oder? Wieder hoch. Ah, oder so. Hopp. Ja, hier gibt es auch noch so einen Blechkerl, der unten lang rennt. Wir wollen raus. Einfach nur raus. Hey, Platsch. Ihr habt abgesagt, vorher mit.
Ach. Ja, Miami, sowas kenne ich. Grund, warum ich nicht allzu oft. Sollen wir zurück zum Hound Pits Pub? Warum ich so lange die Krankheit vor mich hergeschoben habe. So. Und zu Missionsdetails. Gegner eliminiert 6. Zivilisten eliminiert 0. Alarm ausgelöst 0. Leichen und bewusstlose Personen entdeckt wurden 2. Allgemeiner Chaosfaktor ist niedrig. Wir haben kein Gemälde von Sokolov und über die Hälfte an Geld nicht gefunden. Und eine Rune nicht. Große Veränderungen machen mir ehrlich gesagt Sorgen. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Der Lord Regent ist Geschichte. Der Orden hat einen neuen Oberaufseher. Unser Werk ist fast vollendet. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Ich werde draußen bleiben, wenn sie erlauben. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Mein Glückwunsch, Corvo. Ich wünsche dir auch was Hübsches. Ruh dich gut aus, Yuri. Danke, dass du da warst. Also, klingt, als würdest du jetzt gerade gehen wollen. Achtung, Bürger. Bravo! Jeder sagt, du hast was Gutes getan. Einst als Lordregent bekannt, ist nicht länger im Amt. Sein korruptes und unrechtmäßiges Regime ist vorüber. Lang lebe die Kaiserin. Lang lebe die Kaiserin. Unglaublich, er hat es geschafft. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Die Tyrannei ist vorbei. Morgen um diese Zeit wird Emily auf dem Thron sitzen. Danach waschen wir ihren Namen rein und setzen alles daran, die Stadt wieder aufzubauen. Ich wünschte, es gäbe eine richtige Stadt zu regieren. Der Großteil von Dunwar sind Ratten und Leichen. Der Admiral hat recht. Corvo, Sie haben gute Arbeit gemacht. Wir haben untätig zugesehen. Unsere Arbeit beginnt morgen. Ruhen Sie sich heute Abend aus. Morgen krönen wir eine Kaiserin. Auf Corvo, den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Caldwin und den neuen Morgen, der für Dunwall und das Kaiserreich anbricht. Ich bin halt ein Influencer. Hahaha, ich habe euch alle influenced mit einer influenzischen Krankheit. Sie braucht höhere Mathematik, Hofprotokoll und natürlich Kosmos. So viele Tote. Bald werde ich meinem Herrn vorschlagen, ihnen ein Denkmal zu errichten. Die Opfer haben es verdient. Alle Rolle spielen. Sie vertraut mir. Stimmt, das tut sie. Aber sie sollte uns allen vertrauen. Vertrauen Sie mir denn, Callista? Ich sollte wirklich heiraten. Es sind wohl noch ein paar Boys übrig. Welche war noch vielleicht die Trüde? Irgendwas stimmt gerade gar nicht. Wir brechen morgen auf, oder? Ich weiß nicht, ob ich zurück will. Ich kann doch von überall regieren. Vielleicht von dem Schiff. Emily ist etwas Besonderes. Sie hat von uns allen gelernt, besonders von Ihnen. Sie vertraut Ihnen voll und ganz. Was ist hier los? Ihr seht das auch, oder? Diese Wellen, die gelegentlich durch das Materium streift. Wenn das hier vorbei ist, lasse ich mir Bahn fantastische Gewänder fertigen. Mit Campbells Tagebuch kontrolliere ich den Orden. Doch dafür muss ich Zeit. Dann gehen wir mal ganz schnell schlafen. Gucken wir uns nochmal um.
unten irgendwo noch irgendwas. Das Tagebuch, by the way. Das war niemals meine Idee. Das weiß er. Bin sicher nicht schuldlos, aber er wäre ein Dummkopf, sich jemandem in meiner Position zu nähern. Und wenn er es täte, könnte ich ihm viel anbieten. Umfangreiche Geschäftsmöglichkeiten, das wird er erkennen. Sollte es dazu kommen. Ich glaube, der Outside hat was damit zu tun. Herblocks Tagebuch, fünfter Eintrag. Nichts ist sicher, bis wir unser Ziel erreicht haben und die Krönung erfolgt ist. Der Dunwall Tower hat seine eigenen Gesetze. Ich wage nicht, vorherzusagen, was passieren könnte, wenn wir zu früh kommen. Die nächsten Schritte müssen mit größter Vorsicht erfolgen. Die Ereignisse beginnen sich zu überschlagen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Eieieiei. Am Ende haben wir sie noch gar nicht befreit und es ist alles nur ein Traum. Toll, der hätte echt warten können, bis wir beim Bett sind. Samuel, Sie wirken, als hätten Sie getrunken. Hat das Gift gewirkt? Ist er tot? Es sollte gewirkt haben. Hat mich ein Vermögen gekostet. Jawohl, Sir. Ich glaube, Corvo ist von uns gegangen. Ganz wie gewünscht. Sehr gute Arbeit. Wir brauchen den Körper nicht vergessen. Wenn wir mit der Leiche des Attentäters erscheinen, werden wir gefeiert. Gefeiert wie Helden. Ja, das verleiht uns die Berechtigung. Wir werden diejenigen sein, die den Lordregenten gestürzt und seine Attentäter getötet haben. Sie achten auf die Leiche, Samuel. Ja, Sir. Die Säcke! Es tut mir schrecklich leid, Corvo. Aber ich gab Ihnen nur die halbe Dosis. Sie haben mich überwacht, das war alles, was mir einfiel. Ich denke, Sie sind stark genug, um es zu überleben. Ich werde Sie auf ein Rettungsboot bringen und abhauen, bevor Sie erfahren, dass ich mich Ihnen widersetzt habe. Falsche Schlangen. Nach Erfüllung meiner Aufgabe hätten Sie mit mir das Gleiche gemacht. Ich hoffe, Sie wachen auf und finden einen Weg aus dieser verfluchten Stadt. Nur um selbst an die Macht zu kommen. Verlassen. Von Havelock, Martin und Pendleton betrogen, wurdest du nur im letzten Moment vor dem Schiffer Samuel gerettet. Er ließ dich in einem verfallenen Bezirk Dunwalls zurück. Kopfschmerzen. Er war bei der Kaiserin, als sie starb. Vergiftet. Tyvianisches Zeug. Das Werk eines Anfängers. Er überlebt. Bald entscheidet. Moin. Was ist, wenn ich jetzt hier rausfalle? Ja, wenn ich rausfalle, bin ich tot. Bringt mir auch nichts. Mein
Gewissen ist groß, Leibwächter. Ich erkenne das Zeichen auf ihrer Hand. Ein Geschenk von ihrem Freund, der im Dunkeln zu ihnen spricht. Der spricht, wenn sie seine Schreine besuchen. Auch ich habe diese Schreine besucht. Ich weiß, wie es sich anfühlte, eine Klinge in die Kaiserin zu stechen. Aber sie kenne ich nicht. Wer sie sind und für wen sie kämpfen. Sie sind ein Rätsel. Das erlaube ich nicht. Au.